Herzlich willkommen, liebe Zuschauer, bei Lava kocht. Auch ich habe zurzeit das Problem, ich bin zu Hause und ich habe mir gedacht, ich mache für euch einfach eine ganz tolle Kochsendung. Eine Kochsendung, wo mit den Hauptzutaten, die man zu Hause hat, etwas ganz Einfaches, Raffiniertes, Schnelles zubereiten kann. Und ich habe natürlich zwei Gäste in meiner Sendung, aber die sind nicht hier, sondern die sind zu Hause. Und die sind immer zugeschaltet. Und heute geht es bei uns um das Thema Mehl. Ihr wisst ja, da kann man so viel draus machen. Und ich bin gespannt, was meine beiden Gäste heute von mir wissen wollen, wie man mit Mehl richtig umgeht. Mein Gast jetzt, auf den freue ich mich besonders. Ich schätze ihn so sehr, weil er ist ein super Schauspieler. Herzlich willkommen, hier ist Antoine Monod. Servus. Servus, Johann, ich grüße dich. Vielen herzlichen Dank für die Einladung. Ja, gerne. Wir haben uns lange nicht mehr gesehen, oder? Ich würde sagen, zu lange, wenn du mich fragst. Zu lange, ja. Aber ich finde es toll, dass du mitmachst. Und du bist ja, glaube ich, jetzt auch, wenn ich es richtig gelesen habe, nicht mehr bei Ein Fall für zwei tätig bei der Aufnahme, oder? Genau, wir haben die Aufnahmen unterbrochen, wie alle im Moment in der Branche. Es bricht ja uns allen alles weg. Deswegen bin ich zu Hause. Ich habe eine Maske, ich habe Latexhandschuhe, wenn ich aus dem Haus gehe. Und ab und zu muss man ja einkaufen gehen. Das versuche ich so wenig wie möglich zu machen. Ich bin wirklich hier zu Hause bei mir und habe aber ganz viel für mich zu arbeiten. Ja, ich habe gestern Buchhaltung gemacht. Kann ich jetzt sagen, heute nicht ein Fall für zwei, sondern Kochen für zwei? Ja, wir sind trotzdem ein Fall für zwei, oder? Also ich meine, besser geht es doch gar nicht. Ja. So, lass uns jetzt zum Thema Mehl kommen. Das ist ja unser Schwerpunktthema heute. Du hast mich gefragt, du bist so ein Fan von Süßspeisen, gell? Das stimmt leider, ja. Jetzt könnte ich ja sagen, bei uns beiden sieht man das, das lasse ich jetzt lieber. Aber was konkret? Du hast gesagt, was mit Kaiserschmarrn, richtig? Ja, genau. Also Kaiserschmarrn ist eine Speise, die ich sehr gerne mag und sehr schätze. Neben und dir. Ich kann dir jetzt wirklich sagen, ich verrate dir wirklich mein geheimstes Rezept. Das ist wirklich ein Rezept von meiner Großmutter. Und ich finde es so toll, dass du alles eingekauft hast. Also lass uns anfangen, ja? Sehr gut. Ja, ich habe alles eingekauft, ich habe alles vorbereitet. Ich kann dir das mal zeigen. Oh. Johann, ich habe hier auch schon alles, du siehst, ich habe hier alles schön in den Portionen, so wie ich das von dir bekommen habe, wie du mir das gesagt hast, habe ich das hier vorbereitet, dass du gleich starten können. Du bist ein Star, finde ich. Du bist ja besser vorbereitet wie ich hier. Lass uns anfangen, ja? Und zwar, wir brauchen zuerst mal 120 Gramm Mehl. Ja, habe ich abgemessen. Und dann tust du bitte als nächstes dann dazu 4 Eigelbe zum Mehl, ja? Ja. Nur die Eigelbe, das heißt, ich muss das Eiweiß vorher trennen. Genau, die musst du in der Schüssel reinmachen, weil wir das Eiweiß extra aufschlagen. Das ist wichtig. Und die Schüssel muss schön sauber sein, ja? Jawohl, so wird es gemacht, Johann, und nicht anders. Sag mal, wie ist es denn in deinem Umfeld? Gibt es viele Menschen, die schon von dem Virus betroffen sind, oder bist du Gott sei Dank von allen, also sind alle davon verschont? Also in meinem persönlichen Umfeld ist noch niemand betroffen, Gott sei Dank. Ja. Es sind, soweit ich das absehen kann, alle gesund. Ja. Ja, aber wir sind natürlich alle in Heimquarantäne, ja, damit wir uns nicht anstecken und wir andere nicht anstecken, weil das Tückische ist ja, man weiß ja gar nicht, ob man betroffen ist oder nicht. Also es dauert immer so lange, bis man es rausfindet. Ne? Richtig, so ist es. So, hast du deine Milch schon vorbereitet? Jawohl, die Milch habe ich vorbereitet, Johann. Wir brauchen so 125 Milliliter Milch. Ja? 125 Milliliter Milch, ja, habe ich. Die tust du jetzt auch zum Mehl dazu und dann tun wir das schon mal alles glatt rühren, ja? Das muss jetzt ein richtig schöner glatter Teig sein. So. Schön glatt rühren, gell? Aber wir können zwischendurch schon mal, weil das Glattrühren, das dauert noch ein bisschen, wir tun schon mal das Eiweiß in die Küchenmaschine auch, gell? Antoine. Oh, jetzt habe ich den anderen Teig schon in der Küchenmaschine. Das ist natürlich jetzt suboptimal. Okay, hast du einen zweiten Kessel? Ja, keinen für die Maschine, aber ich nehme einfach sowas hier und tue das unter die Maschine. Ja, genau. Dann und dann tust du. Nee, du kannst auch das Eiweiß von Hand schlagen. Kannst du das? Ja, gut, stimmt, das mache ich. Komm. Dann schlag die Eiweiße einfach von Hand auf. Ja, das geht auch. Wir sind ja junge Burschen. Ja, genau. Weißt du was? Wenn du das machst, mache ich das auch. Sonst ist es unfair. Sonst stehe ich und schaue dir zu. Das möchte ich verhindern. Ja? Ich schlage es auch von Hand jetzt auf. Ja?
Kochst du eigentlich gerne, so wenn du zu Hause bist? Ja, ich koche sehr gerne. Ja. Ich habe letztens Rindersparrows gemacht. Also das sind natürlich Sparrows, kann man nicht sagen, weil das sind solche Knochen, ja. Aber das gleiche Stück anstatt vom Schwein mit dem Rind, das war sensationell. Ehrlich also war? Das war so eine Freude. Ja. So, mein Lieber, jetzt musst du hier langsam den Zucker einrissen lassen, gell, bei dem Eiweiß. Der muss hier mitgeschlagen werden. 100 Gramm kommen da rein, der Zucker. Der Zucker, die eine Portion Zucker. Ja, du machst am besten den Zucker, die Hälfte machen wir rein ins Eiweiß und die Hälfte machen wir in die Teigmasse. Da soll einer sagen, Kochen ist kein Sport, oder? Ja, Kochen ist kein Spaß, so schaut's aus, ja. Völlig richtig. So, das haben wir, das Eiweiß. Das ist gut, jetzt muss ich weiter meinen Teig rühren. Der ist aber auch bald soweit. Ja, schön glatt rühren einfach, mit dem restlichen Zucker, gell? Jawohl, so wird's gemacht, Johann. So, ich muss gucken, ob ich noch eine Zitrone. Hast du auch eine Zitrone? Nein, leider nicht. Ah, ich habe ein bisschen Zitronensaft, warte mal. Ja, mach ein bisschen Zitronensaft rein. Ich mache ein bisschen Zitronenschale und Saft in mein Schmal rein. Ja, musst aber nicht, aber das ist einfach so ein tolles Aroma. Ja, verstehe ich. Na, ich mache nur die Schale rein. Zitronensaft, das gibt dem Ganzen wahrscheinlich noch so einen Kick, ne? Ja, genau, das gibt es dem Ganzen so eine Frische einfach. So. So, und dann kannst du schon mal die Pfanne heiß machen, ja? Jawohl, mache ich. Ich zeig dir jetzt mal, wie hier meine, hier wird gerade gerührt, ja? Ja. Siehst du das ein bisschen? Ich sehe das, ja, deine Maschine da. Sehr gut. Okay. Da wird gerührt. So, und jetzt machst du einfach den Sauerrahm, den du hast, so einen Löffel voll in den Mehlteig, ja? In das den Mehlteig? Das gibt es, dadurch wird das Ganze super locker. Ich mach hier so einen Esslöffel mal. Ja, ja, genau so, ja, perfekt, super. Super. Und das Schönste ist, den Löffel kann man dann auch einmal ablecken. So. Ja, genau. So aber ist dann es. Kommt er weg, dann wird er weggelegt. Du, ja. Weißt du was, wenn wir bei uns, bei der Küchenschlacht zum Beispiel, so einen Löffel zweimal benutzen, da kommt der Briefträger mit der Sonderfahrt, das kann ich dir sagen, oder der Mail-Server bricht zusammen, weil die Leute sagen, die sind nicht ganz sauber, den Löffel zweimal benutzen. Das mache ich nie mehr, das sage ich dir. Das habe ich hinter mir. Ja, ich auch. Ich habe ihn sofort weggelegt. Der Löffel ist, ich schmeiß ihn gleich weg. Komm. Ja. Nein, da gibt es auch Briefe. Genau, auf. So. Jetzt machst du in deine Pfanne rein, wenn du hast, entweder Butterschmalz oder Butter, gell? Ich habe extra Butterschmalz hier. Ja, genau. Ich habe das einmal getrennt. Ich habe hier Butter und hier Schmalz. Ich tue erstmal das Schmalz rein. Ja, bitte, genau. Das ist nämlich ganz gut, weil Butterschmalz hat eben den Vorteil, dass es nicht so schnell verbrennt, ja? Das ist jawohl. Ganz toll. Das ist einfach geklärte Butter, ne? Ist ja, genau, das ist geklärte oder? Butter, das ist also Butter quasi ohne die Molke. Hast du viel Vorrat eingekauft in letzter Zeit? Ein bisschen, aber ich habe mich dran gehalten, also ich habe nicht gehamstert. Ich gehe eigentlich einmal die Woche einkaufen, habe eigentlich 500 Gramm, ein Pfund Mehl zu Hause und so, aber jetzt nicht übermäßig. Also ich habe jetzt nicht angefangen, Kriegsvorräte zu machen. Du bist vorbildhaft, so muss es sein. Ja, diese Hamsterkäufe sind einfach nicht gut, wenn man alles zu Hause hortet. Nee, okay. Das stimmt. Weißt du, was mir aufgefallen ist, Johann? Beim Einkaufen, die Menschen, es gibt ganz viele, die noch eine zu lasche Haltung haben und laut sprechen, keinen Mundschutz tragen und ganz nah aneinander vorbeigehen. Ist mir jetzt extrem aufgefallen, als ich einkaufen war. Das finde ich schade, dass man nicht so gewissenhaft mit dem Thema umgeht, muss ich wirklich sagen. Oder? Das stimmt. So, jetzt mischst du einfach. Absolut. Bitte mischst du die Eiweißmasse unter deine Teigmasse. Jawohl, so wird es gemacht. Das mache ich. So ein richtiger, schöner, schaumiger Teig. Gell? Das, glaube ich, wird es bei dir auch so sein. Ja, genau. Ich hebe das jetzt ganz vorsichtig unter. Richtig, genau. Nachdem man Eiweiß reingetan hat, sollte man ja nicht mehr rühren, nur noch heben. Oder? Ja, vorsichtig unterheben, ansonsten geht das ganze Eiweiß wieder kaputt, ja? So, und jetzt schütten wir dann einfach den Schmarrnteig in die Pfanne. So, schau mal, darf ich dir mal meine Teigmasse zeigen, Jon? Kannst du das einmal überprüfen, bitte? Herrlich, du bist der Beste. Ja. Genau sehr so. Gut. Weißt du, meine Großmutter wird sich freuen, sage ich dir. Ach, wie wirklich? Schön. Sag mal, Rum und Rosinen noch nicht rein, gell? Nein, nix. Erstmal nur den Teig rein, ja? Den Teig, so wie ich hier auch, alles in die Pfanne komplett. Mit dem Butterschmalz.
So. Sehr gut, das mache ich. So, ich fülle den Teig jetzt hier in die Pfanne ein. So, und der Herd ist schon so ziemlich heiß bei mir. Das muss jetzt einmal unten so ein bisschen Hitze bekommen, weil umso schneller wird das Ganze dann im Ofen gar, ja? So, jetzt tue ich dazu hier obendrauf die Rosinen. Sehr gut. Da habe ich hier so ein kleines Schälchen vorbereitet mit Rosinen. Die tue ich da rein, obendrauf. Genau, ich habe sie vorher ein bisschen rum eingeweicht, muss man aber nicht, gerade wenn man Kinder hat. Ui. Brauchst du nicht. Nee, ich habe sie nur so ein bisschen da oben drauf. Ich habe aber Rum da. Ich habe nämlich einen Rum, den ich aus der Karibik mitgebracht habe. Da war ich in der Karibik, da habe ich diesen Rum gekauft. Der schmeckt herrlich. Ich hätte die Rosinen einweichen können. Daran ja, hättest gedacht, du. Aber das, wir können auch nachher den Rum oben drüber schütten. Ist kein Problem. Du siehst und hier, mein Schmarrn ist hier schön in der... Ja, genau. Und jetzt, mein Lieber, ja? Jetzt schieben wir den Schmarrn in den Ofen. Hast du ihn vorgeheizt? Null. Das wusste ich nicht. Ofen vorheizen. Sehr gut. Pass auf, ich gebe dir einen Tipp. Lass uns was probieren. Lass den Schmarrn auf dem Herd stehen. Hast einen Deckel für die Pfanne? Ja, gut. Ich mache einen Deckel drauf, Jörn. Sekunde. Und nehm nur die Stufe 2 und ich schieb meinen Ofen rein. Und du machst ihn ganz langsam auf dem Herd. Das geht auch, ja? Aber nicht anbrennen lassen. Ganz langsam aufgehen lassen. Ich schieb meinen rein bei 180 Grad. Gut, warte, das heißt, ich schalte den Herd schon mal ganz schnell runter. So, ja, genau. Ja, siehst du, man braucht gar keinen Backofen, man kann Kaiserschmarrn. Früher hat man den Kaiserschmarrn immer gemacht auf der Platte. Im Prinzip ist das ja, weißt du, woher der Kaiserschmarrn kommt? Nein, erzähl's mir bitte, Johann. Das war so, dass die Kaiserin Sissi in Österreich, ja, die hat bei der Köchin einen Pfannkuchen bestellt, ja. Ja. Und dann sind der Köchin diese Pfannkuchen nicht gelungen, die waren so in Stücke zerrissen. Und dann hat die Kaiserin gesagt zur Köchin, was ist denn das für ein Schmarrn? Und deswegen heißt das Ganze Kaiserschmarrn. Sehr schön, eine schöne Geschichte, aber deine Großmutter ist nicht involviert in diese Geschichte. Nein. So, pass auf, während du aufpasst, zeige ich dir noch einen kleinen Trick, auch für zu Hause. Ich habe im Tiefkühler noch so ein paar Preiselbeeren gefunden. Ich mache jetzt eine Preiselbeermarmelade ohne irgendwas zum Kochen, sondern schütte jetzt einfach die Preiselbeeren. Das finde ich spannend. In eine Schüssel rein, ja, und du dann dazu, und zwar Puderzucker. Ja. Siehst du so, das nennt man auch kaltgerührte Preiselbeeren. Dann mache ich rein ein bisschen Honig. Honig. Was ist das, was du jetzt rein tust? Honig? Honig, ja, Honig aus meiner Heimat, der Steiermark, von meiner Mutter. Dann gebe ich rein ein bisschen Ahornsirup. So, und jetzt noch ein bisschen Kristallzucker. Und dann tut man einfach jetzt diese Preiselbeeren mit so einem Rührarm hier ganz langsam in einer Maschine laufen lassen. Das kann man gut vorbereiten. Und das ist eine sogenannte Marmelade, die man nicht kochen muss. Kaltgerührte Preiselbeeren. Schon mal gehört? Ja, ist das, was man auch auf Wiener Schnitzel serviert? Richtig, das gibt es auch eigentlich mit der Zitronenscheibe zum Wiener Schnitzel. Guck mal auf deinen Schmarrn da. Ui, oh, herrlich. Zeig mir den mal, wie der aussieht. Zeig mal, wie der aussieht. Ja, ich zeige ihn dir. Schau ihn dir mal an. So. Weißt du, das nicht der anbrennt da? Ab jetzt hier. Jawohl, genau. Du bist perfekt. Schön langsam. Jawohl, der wird gut. Versuch mal ein bisschen umzudrehen. Versuch mal ein Stück umzudrehen, bitte. Ja, sehr gerne. Ich zeig's dir. Ah, jawohl. Genau, schön. Ja, lass ihn noch ein bisschen brauner werden. Und dann auf der anderen Seite ein bisschen braten noch, ja? Wie lange? Also kurz nochmal, ich hole jetzt so lang meinen raus, ja? Guck mal. Hier, bei mir, guck mal, so sieht mein. Ja, deine ist super, deine ist ein bisschen flacher, meine ist ein bisschen höher aufgegangen. Siehst du das hier? Schau mal bei mir. Ja, du siehst hier durch den Ofen, der wird etwas lockerer, ja? Der wird fluffiger auf. So, und jetzt nehme ich jetzt eine zweite Pfanne, eine Bratpfanne, und mache jetzt in die Pfanne rein. Du kannst in derselben Pfanne das machen, ich mache in einer anderen Pfanne ein bisschen Butter rein unten. Wir tun ihn jetzt karamellisieren. Okay. Sehr gut, ja, ich habe auch eine zweite Pfanne, also ich könnte auch auf einer zweiten Pfanne machen. Du kannst in die gleichen Pfanne, du kannst schon so ein bisschen zerstechen, den Schmarrn, und Butter dazu machen. Ja, gut. So, ich zersteche den. So, einfach Butter rein und dann und Zucker.
Butter und Zucker in die Pfanne. Ja, genau. Und dann tust du das so ein bisschen schön schmelzen lassen, ja? Dann machen wir nämlich dann den Schmarrn da rein und tun wir den glasieren oder karamellisieren, sagt man auch dazu. Ja, sehr gerne. So, ein bisschen Kristallzucker. Sag mal, von wo aus bist du jetzt eigentlich zugeschaltet? Ich bin jetzt zu Hause in München bei mir. Ja. So, in der Landeshauptstadt. Aber du drehst hauptsächlich in Wiesbaden und in Frankfurt, oder? Genau, da drehen wir immer Fall für zwei und jetzt haben wir unterbrochen und deswegen bin ich wieder heim nach München. Okay. Ja, dann können wir es ja sehen. Ich bin auch zu Hause hier in Guldenthal, das ist da in der Nahe, das ist da bei Bad Kreuznach in der Nähe und natürlich, koche ich jetzt hier und ich finde es so toll, dass ich für die ZDF-Zuschauer und auch für alle anderen hier so eine Kochsendung machen darf und ich finde es auch schön, dass du einfach mitmachst. Ich finde es großartig, aber jetzt haben wir Zeit, oder? Ja, mir macht das total Spaß, Jörn. Ich war ja auch schon bei dir, das ist ja wirklich herrlich. Ja, genau. So, nächstes Mal, wenn du wieder hier bist, kommst vorbei. Schau, und jetzt siehst du hier in bei mir... In die Butter tue ich Zucker mit rein. Ja, hast du reingemacht schon? Nein, noch nicht, mache ich jetzt gerade. Nicht zu viel, gell? So, sonst wird es zu süß. Jawohl. Der Zucker muss schön in der Butter schmelzen. Und dann tue ich jetzt meinen Schmarrn hier raus, so. Schau. Ja. Siehst du hier bei mir, der ist total fluffig. Und tue den umgekehrt so rein. Okay. In die... Du kannst eins in der gleichen Pfanne machen. Gell? Ich nehme jetzt nur die zweite Pfanne, weil ich mit der damit leichter. Ich habe jetzt auch eine zweite Pfanne hier vorbereitet und mache das jetzt auch so. Ich tue jetzt die einzelnen Stücke, du hast ja gesagt, ich soll den so zerkleinern, das habe ich gemacht. Ja. Und die tue ich jetzt einfach hier wieder in meine Originalpfanne. Ich hatte den kurz umgefüllt. Ja, super. Ah. So, ich sag dir eins, gell? Antoine, das ist so ein geiles Essen, finde ich. Kaiserschmarrn, oder? Nach wie vor. Super. Ich finde es so beliebt. Wirklich. Ich habe den auch noch nie so gemacht, wie du ihn jetzt machst. Ich finde das ein super Rezept, muss ich sagen. Ja, ich muss auch sagen, das Rezept hat sich wirklich bewährt. Gell? So, jetzt tun wir das schön leicht anbraten von unten. Ja. Ja. Und jetzt gebe ich dir einen Tipp, wenn du zu Hause noch den Rum greifbar hast, schütt einfach ein bisschen rund von dem Rum drüber. Jetzt drüber, wenn du den hast. Weißt du, den du mitgebracht hast? Jawohl, hier. Mein Rum, ich zeige euch das mal, wie das aussieht. Sekunde, ich muss hier nur umgreifen. So, ja, jetzt habe genau. ich hier meine Pfanne. Nicht zu viel. Herrlich, jawohl. Ja, komm, ein kleiner Schluck geht noch. So. Ja, du musst ja heute nicht mehr Auto fahren, oder? Nein, ich bin ja den ganzen Tag zu Hause. Und von daher, kann man auch mal ein bisschen rumrennen. So, super. So, ich zeige jetzt mal ganz kurz schon mal meine Preiselbeeren. Die habe ich ja zwischenzeitlich ausgeschaltet und du siehst du hier mit dem Schöpfer gleich. So, das sind so richtig schöne. Warte mal ganz kurz, dass da nicht rund läuft. Ui, das ist jetzt so ein schönes, saftiges Preiselbeerkompott. Hast du auch zu Hause vielleicht eine Marmelade im Kühlschrank oder so? Lass mich mal nachschauen, was ich da habe. Ah ja, ich habe hier von einem lokalen Bauern eine selbstgemachte Marmelade, die kann ich nehmen. Ja, das ist doch super. Ja, die kannst du auch dazu nehmen. Ist das okay? Die ist sehr gut. Ja, die ist super. Die ist gut dazu. So, ich mache jetzt gleich mal eine Platte raus. Du kannst sehr auch gut. schon eine Platte oder isst aus der Pfanne? Nein, ich würde es auch in eine Platte machen. Ja, schön auf eine Platte da machen. Sieht immer gut aus, gewichtig. Ich nehme hier die. Schau, das passt, Johann, weil das ist die Platte meiner Großmutter. Das ist das Geschirr meiner Großmutter. Da tue ich es drauf, das Rezept deiner Großmutter. Schau. Und das ist das Geschirr meiner Mutter. Guck mal hier, auch ganz alt. Schau mal her. Sehr auch. Schön. Ach, super. Ich finde es so toll. Klasse. So, jetzt habe ich hier einfach meinen Schmarrn. Ich habe sogar noch die Pfanne dazu, ja, von meiner Großmutter. Wirklich? Ja, hier. Das ist Wahnsinn, so, das ist toll. Jetzt richten wir das auf der, schau mal hier, so schaut das aus bei mir, Johann, siehst du ja, das? Deine ist super, deine ist sogar noch besser wie meiner, deine ist noch etwas dunkler als meiner, meine ist noch ein bisschen hell. Aber deine ist perfekt, der ist super, richte ihn an bitte, zeig mir deinen. Ja, so, ich richte es jetzt an, ich tue es jetzt hier auf die Platte drauf und dann Puderzucker wahrscheinlich drüber. Sag mal, deine Pfanne ist auch schon lange nicht mehr sauber gemacht von unten drunter, oder? Zeig mir die mal.
Ja, die Pfanne von unten, ja. Die, ja. Wahnsinn, oder? Solltest du auch mal. Es ist der Beweis, dass ich wirklich damit koche, Johann. Ja, genau. So, schau mal, so schaut es aus bei mir. Ja, super geil. So, du bist ein bisschen Butterzucker drauf noch, jetzt, wenn du hast. Jawohl, Butterzucker kommt. Jawohl. Ich habe für Faule mir so eine Puderzuckermühle gekauft. Kannst du mal meinen sehen? Ich gehe davon aus, dass meiner ein bisschen lockerer ist, fluffiger. Deiner ist fluffiger als meiner, ja? Ja, aber der ist nicht so braun wie deiner. Ja. Aber ich mache jetzt noch einen kleinen Trick. Ich mache oben drüber so ganz leicht ein bisschen von diesen Breitelbeeren. Siehst du hier? Ja, das mache ich auch, Jan. Du machst die Marmelade drauf. Hier, ich nehme jetzt hier so ein Löffelchen. Ja, nicht zu viel. Null. So. Und ich mache jetzt noch Puderzucker drüber. So ganz leicht. So, dann würde ich sagen, jetzt machen wir das erste Mal. Oh, das sieht, guck mal, mein zeige ich dir auch. Schau hier. Toll. Das schaut super aus, Johann. Und deiner auch. Fantastisch. Lass uns probieren. Sehr gerne. Lass uns probieren jetzt. Hole ich mir eine frische, neue, saubere Gabel, ja? Ja, ich einen frischen Löffel. ein super Rezept, Jan. Also eins sagt ja, Antoine, meine Großmutter wäre stolz auf uns beide, oder? Mhm. Das glaube ich auch. Also, ich wünsche dir alles Gute, mein Lieber. Gell? Bleib gesund. Grüße nach München. Vielen Dank, dass du mitgemacht hast. Gell? Und die Rezepte gibt es ja bei cdf.de. Super, schaue ich auch mal rein. Und wenn danke, du mal einen Johann. Koch brauchst bei einem Fall für zwei, ich komme, ja? Ja, okay. Gerne. Da geht es auch wieder weiter dann, wenn wir alle wieder dürfen. Ja, alles. Mach's gut, ich danke Gute. Dir. Tschüss, sehr gut, danke. Ciao, tschüss. Ja. So ein Kaiserschmarrn ist einfach was ganz, ganz Leckeres. Sie haben es gesehen, oder ihr habt gesehen, wie das geht. Jetzt habe ich noch so die Mehl. Und jetzt mache ich was ganz Herzhaftes. Und zwar einen Lauchschmarrn. Geht schnell, man braucht nur ganz wenige Zutaten. Allen voran Lauch. Und natürlich, man braucht auch ein bisschen Speck. Denn Speck und Lauch passt ja sehr gut zusammen. Das heißt, wir werden gleich mal diese Speckwürfel, die ich hier habe, in einer Pfanne langsam anbraten, nicht alle, die restlichen nehme ich dann für den Salat. So, da braucht man auch kein Fett reingeben, das geht auch so. Und dann zeige ich euch mal, wie man so eine Lauchstange wäscht. Man schneidet hinten erst mal den Stielansatz weg, schneidet dann quer den Lauch durch. Und jetzt kann man hier dann hier alles rauswaschen, falls Sand oder etwas drinnen sein soll. Das ist ganz, ganz wichtig. So, und diesen Lauch schneiden wir jetzt, ein Teil von dem Grünen und ein Teil natürlich auch von dem Hellgrünen zusammen und mache ich dann hier oben drauf auf dem Speck. So. Wir schalten ein bisschen zurück und tun jetzt erstmal das zusammen langsam anbraten und geben auch noch dazu als nächstes rote Zwiebelstreifen. Ja? Auch hier der Fantasie sind keine Grenzen gesetzt. So, also Zwiebel rein, dann habe ich hier die rote Chilischote, tu mal schön so in so Ringel schneiden. So, also wir haben den Ansatz für die Schmarrnmasse. Jetzt müssen wir natürlich den Teig zubereiten für den Schmarrn, denn ohne Teig kann ich ja keinen Schmarrn machen. Ich habe hier Mehl, übrigens auch mal ein kleiner Hinweis. Da steht 1050 drauf. Das hat nichts mit dem Mahlgrad zu tun, sondern das ist der Anteil der Mineralstoffe im Mehl. Und je höher der Anteil, desto mehr Mineralstoffe hat das Mehl. Und das ist zum Beispiel so ein wertvolles Mehl, was ich sehr gerne für den Teig nehme, aber auch für die Pizza nehme. So, also nehme so ungefähr hier, ja, was sind das jetzt, 150 Gramm. Dann tue ich da dazu erstmal die Milch.
So, auch so ungefähr 100 Milliliter. Da machen wir gleich dazu, dass es gut schmeckt. Ich habe hier ein bisschen. Jawohl, ein bisschen geriebenen Meerrettich. Ist gut, muss nicht sein. Ihr könnt auch nur Cayenne-Pfeffer reinmachen. Ich mache Salz rein. So, sehr herzhaft, nicht süß. Und rühre das jetzt erstmal glatt. Wir heben nämlich jetzt hier einfach, wenn das glatt ist. Jetzt gehen wir darüber. Und jetzt heben wir hier drunter so die Eier. Und zwar 4 Stück. Die ganzen Eier. Dann machen wir rein schwarzen Pfeffer. So, und jetzt rühren wir die Eier drunter. Vorsichtig. Und jetzt kippe ich einfach das da oben drauf. So. Dann verrühre ich das ein bisschen mit dem angebratenen. Lass das jetzt schön so einmal kurz leicht stocken. Auch am Rand. Und zwar Käse drauf, ein bisschen, so gerieben Emmentaler oder auch andere Käse, was Sie zu Hause haben. Das wird so eine Art Omelette. So, und jetzt schiebe ich das hier rein, einfach in den Ofen gleich so bei 200 Grad. So viele Ernährungskrankheiten sind bedingt durch das falsche Essen. Deshalb, ich kann nur sagen, es ist die beste Investition, wenn man für sich was Gutes tut, wenn man gut kocht. So wie ich heute mit Mehl und ein paar Zutaten. Und jetzt schauen wir nach unserem Lauchschmarrn. Ja, Leute. Ah, guckt euch das an hier. Einfach schnell ein paar Minuten im Ofen. Es ist ja der Wahnsinn, wie gut der ist hier. So, jetzt einfach hier so ein paar Stücke rausnehmen. Guck mal, so wie im Kaiserschmarrn braucht man nicht jetzt nochmal anrösten irgendwas, sondern einfach hier rauflegen auf den Teller mit dem Salat. Das ist Wahnsinn! Und das mit ein bisschen Mehl. Und gleich gibt es noch einen totalen Klassiker mit Mehl. Und zwar Pizza! Wir befassen uns weiterhin mit dem Thema Mehl und zwar mit etwas, was, glaube ich, jeder von euch schon mal zigmal gegessen hat, nämlich es geht jetzt um Pizza. Und zwar, vielleicht wisst ihr, jeder Deutsche isst im Schnitt zwischen 35 und 40 Pizza. Das ist wahnsinnig. Natürlich sind die meisten wahrscheinlich gekauft oder vom Lieferservice gebracht. Nix, wir machen das jetzt selber. Und es hat mir jemand geschrieben, der wollte unbedingt wissen, wie man zu Hause für die Jungs und für die Familie so eine richtige tolle Pizza machen kann. Sie ist mir jetzt zugeschaltet. Caroline Riedl, hallo, servus. Hallo, grüß dich, Johann. Freut mich sehr. Schönen guten Tag. Ja, das ist schön, dass du dabei bist. Ich sehe im Hintergrund schon eine wunderbare Küche. Was machst du denn so immer jetzt zur Zeit? Ich meine, bist du auch insgesamt zu Hause jetzt oder arbeitest du? Ja, ich mache Homeoffice. Man kann also von zu Hause aus viel erreichen heutzutage und bin aber jetzt natürlich auch viel am Kochen. Gezwungenermaßen, wir können nicht so viel raus, also wird mehr gekocht als früher. Und das gefällt mir aber sehr gut. Wie kann man denn drei solche Jungs, wie alt sind die? Ja, die sind schon groß. Also der Kleine ist 22, 25 und der Älteste 27. Ach so, 27. Okay, ja, das ist ja dann schon relativ entspannt. Aber sind die essen alle aus dem Haus. Ja, die essen bestimmt gerne Pizza bei dir, oder? Oh ja, die essen sehr gerne Pizza. Am liebsten natürlich vom Italiener. Und da kommt auch schon meine Frage. Ich habe nämlich ein großes Problem. Ich kriege sie nie so hin wie beim Italiener. Also die ist nie so schön saftig und eher immer ein bisschen hart, wenn ich sie mache. Ja, ja, nicht verzagen Johann fragen, deswegen bist du jetzt zugeschaltet, also super. Bleib jetzt einfach dran und wir machen jetzt zusammen einen Pizzateig. Ich zeige dir mal den Pizzateig. Hast du die Zutaten auch schon da für den Pizzateig? Ja, die Zutaten habe ich soweit schon vorbereitet. Also du hast den schon zusammengerührt, oder wie?
Ja, ich habe schon etwas vorbereitet hier. Den Teig habe ich hier soweit schon. Mal, das sage ich normalerweise sonst im Fernsehen, nicht du. Ja? Aber schau jetzt mal genau zu, ich erkläre mal. Wir brauchen, okay. Wir nehmen 800 Gramm Mehl und dann tue ich das jetzt hier, das Mehl, einfach hier in eine Küchenmaschine. So. So, jetzt machen wir dazu. Wir brauchen Hefe. Hefe ist jetzt auch so ein Thema, was man in Deutschland ganz schwer zu kaufen bekommt. Aber ich habe noch welche bekommen. Ich nehme einfach so einen Würfel frische Hefe. Die tue ich da rein in einen Becher. Und dann tue ich da dazu 500 Gramm lauwarmes Wasser. Genau, 500 Gramm. Schauen wir nochmal, ob ich es richtig habe. Jawohl. Und jetzt mixe ich einfach die Hefe mit dem Wasser, damit die Hefe sich schnell auflöst im Wasser. Und beim Backen ist immer wichtig, dass man alles schön genau macht, ja? So, das ist ein ganz, ganz einfacher Trick, ja? Dann gebe ich das da dazu. Siehst du hier rein? Dann kann ich schon mal anfangen zu kneten, denn es kommen auch weitere Zutaten dazu. Und zwar als nächstes mache ich rein Olivenöl. So, ein bisschen, ja, so 2-3 Löffel. Dann kommt Johann? Etwas ganz Wichtiges. Ja, bitte. Ich habe eine kurze Frage. Ist es immer notwendig, Olivenöl mit in den Teig zu kneten? Ja, ich finde es ganz gut. Der Teig wird so ein bisschen geschmeidiger dadurch. Ich finde auch vom Geschmack her, das passt ganz gut, ja. Jetzt kommt erst das Salz rein, nicht gleich zur Hefe, sondern jetzt das Salz rein. Und dann habe ich natürlich noch eine Sache, die ja, ich jetzt als Tipp dir zeigen möchte, nämlich ich habe ja bei mir in der Küche immer so Kräutertöpfchen stehen. Ich habe da ein bisschen Thymian, da schneide ich ein bisschen was ab und hack den Thymian fein. Weißt du warum? Weil dann schmeckt der Teig einfach von sich aus schon mal ein bisschen besser. Ja, das ist eine gute Idee, stimmt. So, also auf meinen Pizzateig kannst du dich verlassen. So, der ist jetzt glatt geknetet. So, und diesen Teig, den tut man jetzt einfach mit einem Küchentuch abdecken, ja? Das hast du schon gemacht, richtig? Genau, das habe ich soweit schon. So, dann kommen wir beide jetzt ins Spiel. Du hast ja auch mein Rezept und die Zuschauer zu Hause haben ja auch. Natürlich kann das Rezept, weil sie das bei ZDF.de abrufen können. Und jetzt würde ich sagen, als nächstes machen wir zusammen einen Belag, oder? Ja, sehr gerne. Das ist, glaube ich, wichtig, ne? Wie machst du den Pizzabelag bei dir? Ach, eigentlich mit Tomatensauce, aber auch sehr simpel. Und irgendwie, glaube ich, brauche ich da einfach auch noch mal ein paar tolle Tipps von dir. Ja, ich habe hier vorne so Tomaten, ja. Die tue ich natürlich mal gut waschen vorher, weil das ist wichtig, dass die Tomaten schön sauber sind. Habe ich auch gehört, dass die Lebensmittel jetzt natürlich gerade jetzt gut gewaschen werden müssen, wenn sie eingekauft werden. Einfach die Tomaten rein. Wer filmt dich denn da überhaupt? Wer ist denn da im Hintergrund? Das ist mein Mann, Lutz. Ah, hallo, servus. Danke fürs Mitmachen. Freut mich sehr. Schön, ja. So, einfach die Tomaten rein. Dann machst du ein bisschen Knoblauch dazu, wenn du hast. Ja, habe ich auch. Einfach Knoblauch rein ohne Schale. Finde ich immer ganz wichtig. Caroline, ich finde das super, wie du das machst. So, dann machen wir jetzt. Ah, du trocknest die noch ab vorher. Gut. Aber du brauchst nicht so viel. Gell? Wir machen hier nur eine Pizza, vielleicht so zwei große Tomaten. Reichen vollkommen. Jetzt habe ich hier ein bisschen getrockneten Oregano. Weißt du, ob du das auch hast zu Hause? Oregano habe ich auch da, ja? Ja, Oregano rein. So ein typisches Pizzagewürz. Mhm. So, dann habe ich etwas, was man natürlich jetzt wahrscheinlich sagt, ach, der Ketchup-Koch. Nein, ich habe hier nämlich Ketchup. Johann macht so ein bisschen Ketchup rein für die Süße. Na. So, siehst du? Und Salz, ganz wichtig, Salz und Pfeffer. Kommst du mit? Ja. Wunderbar, jawohl. Sag mal, wie ist es denn eigentlich so? Von wo aus rufst du überhaupt an oder von wo aus, wo bist du zu Hause? Aus Wildeshausen. Ach, Wildeshausen, genau, das ist da oben im Norden, oder? Wie bitte? Wildeshausen ist im Norden, gell? Das ist im Norden, das liegt zwischen Oldenburg und Bremen. Ja, und du hast, ich sehe hier, wunderschöne Kräuter auf deiner Fensterbank, ha? Ja, das stimmt. Wunderbar. Ich arbeite gerne mit frischen Sachen, das ist mir immer ganz wichtig. Wenn du jetzt alles hast, gell, dann tun wir das jetzt mixen zu einem Püree.
So eine Pulpe macht man da draus. Okay. So, jetzt haben wir hier eine schöne Pulpe, ja? Und jetzt kommen wir zum Wichtigsten, nämlich zum Pizzateig. Du kannst natürlich auch so eine Soße, kann man schon fertig kaufen. Da gibt es auch zig Angebote, aber ich finde, so, wenn man sowas selber macht, so intensiv jetzt mit dem Tomatenmark, finde ich, schmeckt das einfach besser, ja? Auf jeden Fall. Jetzt kümmern wir uns um den Teig, ja? Okay. Ich habe meinen Teig vorhin heute in den Ofen gestellt, so bei 40 Grad zum Aufgehen, ja? Mhm. So halbe Stunde ungefähr, kein Problem. Ich nehme jetzt mal raus für für eine Pizza. So. Und jetzt ist ganz wichtig, jetzt kommt ein wichtiger Tipp von mir. Und zwar hast du zu Hause so eine Auflaufform oder so eine Dartform? Ja, habe ich, glaube ich. Okay, pass auf. Ich habe auch so eine, ja, das ist so eine Tonform da. Ich schiebe die jetzt schon mal rein in den Ofen. Weil wenn die vorgewärmt ist, dann geht der Teig super gut auf. Und zwar 230 Grad und ich schiebe die unten auf den Boden, damit sie warm wird. So, und jetzt da gehen wir her und jetzt tun wir den Teig ausrollen, gell? So, ein bisschen mit Mehl. So, der Teig sieht, das sehen auch jetzt hier die Zuschauer, mein Teig ist richtig schön weich, ja? Also wenn der Pizzateig so fest ist, ja, dann kannst du es vergessen. Ja. Der muss schön weich sein, so. Und den Teig, das ist bei mir nämlich auch oft nicht so der Fall gewesen. Ich weiß nicht, warum ich den nicht so locker hinkriege. Ja, weil du wahrscheinlich, entweder hast du zu wenig Flüssigkeit drin oder da stimmt das Mengenverhältnis nicht. So, und der Teig ist immer so ein bisschen zäh, das sieht man auch hier, aber das macht nichts, ja. Wir tun ihn jetzt schön ausrollen. Das dauert ein bisschen, aber es ist wichtig, dass er schön rund ist, der Teig. Okay. Johann, die Italiener, die machen das ja immer mit der Hand, ne? Die ja, rollen den, glaube ich, gar nicht so aus. Du kannst auch hier ein bisschen ziehen, das ist kein Problem, aber musst da gucken, dass du keine Löcher reinbekommst. Und der Teig muss immer schön gleichmäßig dick sein, gell? Sonst hast du auf der einen Seite so einen dicken Wurst und auf der anderen Seite ist der Teig dann so nicht richtig schön. Ja, stimmt. Also meiner macht mir einen guten Eindruck. Oh, ich bin auch ganz zufrieden. Ja? Man muss den Teig ein bisschen bändigen, sagt man dazu. Zeig mal, wie sieht es aus bei dir? Ja, gut, so sieht er gut. Aus. So, und jetzt machen wir Folgendes, gell? Jetzt nimmst du ein Handtuch in die Hand und dann hol mal diese heiße Form aus dem Ofen. Aber aufpassen, dass du die Finger nicht verbrennst, ja? Mhm. Einfach rausnehmen. Und wir legen dann den Teig in die heiße Form, indem wir zuerst unten ein bisschen Mehl reinstreuen, ganz leicht. Mhm. Und dann rollst du den Teig so zusammen auf dem Rollholz. Guck mal so. Ja. Und jetzt tun wir den so reinlegen. Und dann so schön am Rand hochdrücken. Und jetzt geht quasi durch die warme Form der Teig schon ein bisschen auf. Wunderschön. So, jetzt. Ganz wichtig, als erstes jetzt natürlich drauf, diese Tomatensoße. Mhm. Mit meinem Löffel. Siehst, die ist auch schön kompakt. Guck mal. So, jetzt können wir uns überlegen, was hast du denn zu Hause, um drauf zu machen? Was möchtest du denn drauf machen? Was hast du alles? Was habe ich da? Ich hätte, also Käse sowieso, einen ganz normalen Gouda habe ich da und ich habe eine Salami. Ja, ich habe auch da so ein bisschen, ich nehme so einen Bergkäse, natürlich könnten wir jetzt auch Mozzarella nehmen. Mhm. So einen Bergkäse, den reiben wir jetzt erstmal unten drunter ein bisschen, ja? So schön grob draufreiben. Erstmal unten drunter reiben ein bisschen. Mmh. Ja, das ist halt einfach was Besonderes, wenn man die Pizza selber macht. So, Salami hast du gesagt, ja? Ja, genau. Salami habe ich auch da, ich habe noch ein paar Oliven, sehe ich da gerade. Johann, sag mir noch mal eben, du hast einen Bergkäse genommen, ne? Ja, ich habe jetzt Bergkäse, aber du kannst auch anderen Käse nehmen, gell? Der schmilzt einfach. Ah, okay. So, schau, jetzt habe ich hier Salami. Was hast du für Salami? Du schneidest sie jetzt selber, die Salami? Ja.
Ach, das finde ich gut. Ja, das ist auch ein guter Hinweis, jetzt um die Zeit, dass man die Sachen im Ganzen kauft, die halten wesentlich länger, gell? Das ist ganz gut. Ja, man kann sie besser lagern, dachte ich, ne? Ja, fair, sehr schön. Super Idee, ganz großartig. Haltbarer. Hast du noch Tomaten zufällig da, noch ein paar? Ja, Tomaten. Ich habe auch kleine Cocktailtomaten, ja, oder die großen. Ich habe auch welche da. Ich lege jetzt gerade noch ein paar drauf. Ich meine, da kann man ja wirklich flexibel sein, da kann man ja wirklich, das kann man also alles machen, wie man möchte. Das ist das gar stimmt. Kein Problem. Da sind dann der Fantasie keine Grenzen gesetzt. Aber auch gut ist immer, dass man natürlich dann, was man halt im Kühlschrank hat, wunderbar auf so einer Pizza verteilen kann. Ja, jetzt streue ich noch drauf ein bisschen von meinem Oregano noch ganz leicht. Und Pfeffer. Groben Pfeffer. Ah. So, und jetzt zeige ich mal den Zuschauern was. Und vielleicht sieht man das bei dir auch schon. Sieht man auch schon. Schau. Man sieht ja durch die warme Form, wie der Teig hier schon schön aufgegangen ist. Sieht man das hier? Stimmt. Ja. So, und jetzt gibt es nur eins. Wenn du soweit bist, schieben wir das synchron in den Backofen, ja? Das machen wir. Zeig mir die erstmal. Zeig mir die. In die Kamera. Ach so. Sehr gerne. Oh, jawohl. Wunderbar. So, jetzt rein damit. Ganz unten am Boden. So. Und jetzt einfach den Ofen zumachen. 230 Grad würde ich sagen, so 10 bis 12 Minuten, oder? Ja, habe ich auch. So, wir beide werden jetzt ein Glas Wasser trinken und dann werden wir gleich die Pizza aus dem Backofen holen. Okay? Prima, ich bin gespannt. Vielen Dank schon mal im Vorfeld für deine Tipps. Ja, danke dir auch. Jetzt kommt der Moment. Ist die Pizza was geworden? Ich bin mir sicher, ja! Ja, mein lieber Mann. Oh. Ja, Caroline, jetzt kannst du mal schauen. Ich zeig dir mal meine. Super, die sieht herrlich aus, Johann. Jetzt zeig mir mal bitte deine, ja? Wie okay, die ist. Ich schau mal. Oh, du, ich riech das bis hierhin. Zeig mir mal. Ah, wirklich? Schön, auch wunderbare Farbe, gut. Jetzt kommt der Moment, die muss richtig gut rausgehen. Ja, so. Auf dem Brett drauf. So, dann habe ich noch ein bisschen Rucola-Salat hier. Ich mache ein bisschen Salz drauf. Du kannst auch Basilikum nehmen oder was du auch immer hast. Basilikum gehört auch dazu, das ja, stimmt. Ja, du hast Basilikum, ich habe hier Rucola. So, schau mal hier, schön so draufstreuen. Hier, was Grünes, immer gut bei einer Pizza. Ich kann dir sagen, soll einer sagen, Pizza machen ist schwierig, das geht so einfach. So, ich nehme mal ein kleines Stück hier raus. So. Oh, die ist gut geworden. Die ist richtig gut. Hm. Lieber Johann, vielen, vielen Dank für deine tollen Tipps. Es war großartig, du warst mir eine große Hilfe und es hat mir viel, viel Spaß gemacht. Ja, herzlichen Dank und schöne Grüße nach Wildeshausen, gell? Sehr, sehr gerne. Ciao, ciao. Ciao, tschüss. Servus, tschüss. Ja, das war Lava Koch zum Thema Mehl. Schön, dass Sie dabei waren. Nachkochen und ganz wichtig, bleibt gesund.